Hey, hallo Leute und willkommen zum ersten Tag des Adventskalenders 2018. Und dieses Jahr habe ich was Besonderes für euch. Und zwar werde ich euch kleine Geschichten vorlesen. Und im Hintergrund läuft ein Gameplay der aktuellen Türchen von Timolia. Letztes Jahr war es ja nur Timolia. Und dieses Jahr habe ich mir gedacht, hey yo, ich lese euch was vor. Und zu dem Thema, bitte. Ich habe schon lange nicht mehr vorgelesen. Das war Vorlesewettbewerb damals in der Schule. Das ist schon Jahre her. Ich bemühe mich aber natürlich so gut wie möglich das zu machen. Das heißt, wenn ich mal die Betonung falsch setze oder sowas, bitte, seid nicht gleich böse. Ich weiß, das seid ihr nicht, aber ihr wisst es, ich muss es einfach sagen. Und ich würde sagen, jetzt viel Spaß mit dem ersten Türchen und viel Spaß mit der Geschichte. Einen aufregenden Adventskalender hat Anna bekommen. Er ist nicht aus Pappe. Nein. Quer durch ihr Zimmer hängt eine lange Kette mit 24 bunten verpackten Päckchen. Darauf stehen die Zahlen 1 bis 24. Spannen sieht das aus. Vorsichtig befühlt Anna die einzelnen Päckchen, doch den Inhalt kann sie leider nicht erraten. Sie seufzt. Ach, warten ist so schwer, wenn doch nur schon bald Weihnachten wäre. Vorsicht schnupperte sie und rüttelt an den Päckchen mit der Nummer 1. Aua! Tönt es leise aus dem Päckchen. Das tut weh! Anna erschrickt. Da ist jemand in dem Päckchen versteckt. Sie will es von alleine nehmen und rasch öffnen. Warte, ruft eine helle Stimme. Ich bin erst morgen für dich da. Und nun wünsche ich dir eine gute Nacht. Träum schön. Ich kann nicht schlafen, bevor ich nicht weiß, wer du bist, sagt Anna. Ich. Sie muss gehen und schläft. Schwupps ein. Plötzlich steht eine helle Gestalt mit einem fröhlich lächelnden Gesicht vor Anna. Sie trägt ein weißes mit goldenen Sternchen beschmücktes Kleid und hält eine Posaune unter dem Arm geklemmt. Wer bist du? Staunt Anna. Rate, antwortet das fremde Wesen. Anna überlegt. Ein Engel? Bist du Weihnachtsengel? Stimmt. Der Engel setzt die Posaune an die Lippen und spielt. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Schön klingt das. Anna kann nicht anders, sie singt mit. Advent ist die Zeit der Lieder und Geschichten, freut sich der kleine Engel. In diesem Jahr werde ich im Advent bei dir sein, er grinst schelmisch. Aber nur, wenn du das auch haben willst. Ja, ruft Anna, ich habe mir schon immer einen eigenen Engel gewünscht. Ja. Sie ruft dieses Ja so laut, dass sie davon aus dem Schlaf schreckt. Verwundert setzt sie sich aufs Bett auf. Wer hat da eben Ja gerufen? In der Küche hört Anna, wie Papa Kaffee kocht, und aus dem Bad klingt Mamas Stimme. Es ist die Nacht schon vorbei? Anna schüttelt sich. Sie ist doch eben erst zu Bett gegangen. Und dann ist dieser Engel gekommen. Oder hat sie nur geträumt? Schade eigentlich, murmelt Anna. Dann fällt ihr ein, dass heute der erste Adventstag ist. Schnell schlüpft sie aus dem Bett und pflückt sich das Päckchen mit der Nummer 1 von der Adventskalenderkette. Vorsichtig packt sie es aus und was findet sie? Einen kleinen Engel mit einer Posaune unterm Arm. Lieb lächelt der Engel. Hallo Engel, flüsterte Anna. Da bin ich wieder. Hallo Anna, ich wünsche dir einen schönen Advent. Mama steht an der Tür und lächelt Anna zu. War es Mama, die eben einen schönen Advent gewünscht hat? Oder ist es doch der kleine Engel gewesen, der vielleicht ein Zauberengel ist und sprechen kann?